Tod, wo ist dein Stachel? 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 55 bis 57. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Tod ist sozusagen per Definition der dauerhafte und endgültige Verlust der für ein Lebewesen typischen und wesentlichen Lebensfunktionen. Den Übergang vom Leben zum Tod bezeichnet das Sterben. Nicht wirklich ein schönes Thema, weltlich gesehen. Entsprechend ist die Aussicht und das Wissen, dass man einmal sterben muss, nicht unbedingt ein Grund zur Freude. Man sagt zwar landläufig, dass der Tod irgendwie zum Leben dazugehört, aber erstens ist das nicht wirklich wahr im eigentlichen und entscheidenden Sinne und zweitens hilft einem dies auch nicht, keine Angst vor dem Tod zu haben und von ihm geknechtet zu werden, Zeit seines Lebens. Wer stirbt, der muss auch irgendwie gebunden, geknechtet und unfrei sein, denn sonst würde er ewig leben und tatsächlich frei sein. Die Bibel sagt in Römer 6, 23, der Tod ist der Lohn der Sünde Sold. Aber als Christen sterben wir nur einmal, nämlich mit Christus am Kreuz. Alles andere ist dann quasi nur noch die Heimholung durch unseren himmlischen Vater, der uns lieb hat. In Hebräer 2, Verse 14 und 15 steht, weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er's gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nähme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel, und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Im Fleisch können wir nicht überleben, auch nicht als Christen. Jesus wusste das nur zu genau. Menschen sprechen heutzutage über den Tod sehr ernüchternd und aus einer bitteren Ratlosigkeit heraus. Da heißt es dann zum Beispiel, der Tod gehört zum Leben oder nichts hält ewig oder jetzt hat er es hinter sich. Nicht sehr ermutigend und tröstlich. Und man ist schon manchmal sehr verwundert, was für ein Unsinn an manchen Gräbern bei Beerdigungen gesagt wird, auch von sogenannten Geistlichen. Vieles ist einfach nur dumm dahergeredet und eine Lüge. Jesus wusste, wie es wirklich ist und war, und er war entsetzt darüber, was die Sünde beim Menschen verursachte und wie sie Menschen kaputt macht und verzweifeln lässt, gerade dann, wenn sie sterben. Der Tod betrifft auch nie nur immer einen, sondern jeder ist Sohn, Tochter, Vater, Mutter, Freund oder Kollege. Als Jesus den gestorbenen Lazarus sah, heißt es in Johannes 11, 35, gingen ihm die Augen über. Das sollten wir uns einmal vorstellen, wie das gewesen sein könnte. Diese Formulierung ist erstaunlich und sagt uns brutal und trotzdem schlicht, dass der Sohn Gottes regelrecht geschockt war über diesen Anblick und die Macht und Realität des Todes. Für Menschen, die nur an eine menschliche Biologie glauben, ist der Tod nur Teil der Evolution. Aber für Christen ist der Tod das Ergebnis von Sünde. Römer 6, 23. Also von Unglauben, von Sinnlosigkeit, von Hochmut, von Lüge, von Bosheit, Dummheit und so weiter. Gott fragt in seinem Wort provozierend in Hesekiel 33, 11, warum wollt ihr sterben? Könnte Gott so etwas fragen, wenn wir keine andere Wahl hätten, beziehungsweise der Tod das Ende wäre, endgültig? Gott wurde Mensch und Jesus hatte auch Angst, als er im Garten Gethsemane mit dem Tod rang und sein Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde fiel. Lukas 22, 44. Was fleischlich ist, wird um die bittere Vergänglichkeit nicht herumkommen und man steuert quasi mit der Geburt bereits dem Tod entgegen. Der Tod
steht für die Dunkelheit und das Leben steht für das Licht. Jesus Christus kann so einem todgeweihten Menschen, wie alle, nicht einfach im Handumdrehen ans Licht führen. Der Tod ist in der Tat eine starke Macht. Erst muss der Tod besiegt werden, damit das Leben triumphieren kann. Das leuchtet doch irgendwie ein. Jesus hat das Leben hervorgehoben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. 1. Timotheus 1,10. Er hat den Tod besiegt und dies allein durch das biblische Evangelium, das vom Tod und der Auferstehung Jesu Christi berichtet. Dieser Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben und vom Tode auferstanden. Und die Gläubigen mit ihm. Galater 2,19. Wir sind mitgestorben und mit auferstanden durch den Glauben aus Gnade. Es hat Gott viel gekostet und wir sind teuer erkauft. 1. Korinther 6,20, nämlich mit dem Blut Jesu Christi. Darum müssen und sollten wir dieses Heil auch achten und annehmen. Alles andere wäre unverantwortlich, dumm, unlogisch und ein Triumph des Teufels. Wir Christen können und dürfen mit dem Tod anders umgehen. Das Ergebnis der Sünde ist in der Tat der Tod. Etwas Vergängliches kann nicht ewig leben, etwas Unvergängliches schon. Die Gabe, das Geschenk Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn und Erlöser. Römer 6,23. Nichts anderes und niemand anderes. Wer das verstanden und angenommen hat, der ist im tiefsten aller Sinne und aller Wirklichkeit erlöst von seinen Sünden, seiner Vergänglichkeit, seiner berechtigten Angst, seiner Blindheit und seinem Egoismus. So ein Mensch muss sich nicht mehr vor dem Sterben und vor dem Teufel fürchten. Der Satan hat die Macht, einen ungläubigen Menschen ins Verderben zu führen. Matthäus 10,28. Der Glaube an die Vergebung seiner eigenen Sünden, das Evangelium der Seligkeit, Epheser 1,13, macht einen Menschen letztlich unangreifbar für den Teufel und obendrauf noch selig und glücklich. Der leibliche Tod ist letztlich dann nur noch eine logische Folge der fleischlichen Vergänglichkeit. Es ist ein letzter Weg, der nach Hause führt, in Gottes Reich. Christen können mit dem Sterben und dem Tod in der Tat anders umgehen. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch den Glauben an den Überwinder des Todes, den Sohn Gottes, Jesus Christus. Hören wir aus seinem eigenen Munde, was er uns sagen will. In Offenbarung 12, 10 und 14, 13. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. In Anbetracht der aktuellen Lage in der Welt bezüglich dem sogenannten Coronavirus machen sich möglicherweise mehr Menschen Gedanken über den Tod. Manche befürchten sogar, dass ihnen durch die Impfung sozusagen die Lebenserwartung vorzeitig entzogen wird. Andere sind dankbar, dadurch geschützt zu werden. Wir leben in einer in vielerlei Hinsicht unvollkommenen und oft überforderten Welt und Gesellschaft. Nicht nur bei diesem Thema. Für die Ungläubigen zählt, dass der Teufel die Macht über den Tod hat. Hebräer 2,14. In Psalm 118,6 steht: Der Herr ist mein Helfer. Ich werde mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Oder wir könnten auch sagen, was kann mir dieser Virus tun? Für die Gläubigen und Wiedergeborenen zählt, dass der Herr Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung über den Tod gesiegt hat. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben. Hebräer 9,27. Gott bestimmt das oder lässt es bewusst zu, wenn es geschieht. Allein Gott.
Ebenso ist Gott auch unser Arzt, 2. Mose 15, 26. Das heißt nicht, dass wir zu keinem weltlichen Arzt mehr gehen sollen oder ihnen nicht vertrauen dürfen. Aber es sagt, dass Gott alle Fäden in der Hand hält, egal ob wir leben oder sterben. Als Christ ist das Sterben jedenfalls ein Gewinn, Philipper 1, 21. Nicht der Tod oder Corona ist das Thema, sondern das Leben und die Wiederkunft Jesu und die Vergebung der Sünden. In Römer 14, Verse 7 bis 9 schreibt der Apostel Paulus: Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn, und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Wer sich aus Glauben nicht impfen lassen will, der soll es tun. Und wer sich aus Glauben impfen lassen will, der soll es auch tun. Die Bibel sagt in Psalm 90, 2: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das, was wirklich lebt, wird sich immer durchsetzen gegen das, was sterblich ist. 2. Korinther 5, 4. Ich meine also das Leben im Geist gegenüber dem Leben im Fleisch. Die Wahrheit gegenüber der Lüge. Die Freude gegenüber der Traurigkeit. Der Tag gegenüber der Nacht. Die Hoffnung gegenüber der Verzweiflung. Der Glaube gegenüber dem Unglauben, die Vergebung der Sünden gegenüber den Sünden und Gott gegenüber dem Teufel. Gott segne, behüte, bewahre und stärke euch. Alles wird gut. Amen.